Hallo und herzlich willkommen zurück bei Trash Vermehrt. Es gibt wieder Are You the One Updates mit den üblichen Verdächtigen. Nicht alle haben sich ausführlich geäußert, dennoch gibt es einiges zu besprechen. Und deshalb legen wir mal direkt los. Jenny hat sich nur ganz kurz geäußert, also sie hat zwei Storys soweit veröffentlicht, Stand heute, das ist jetzt der Montag, der 9.9. Und da wurde sie in einem Q&A eben gefragt, wird es in den kommenden Folgen noch einen heftigen Beef mit Laura Blond geben? Und dann sagt sie, das darf ich leider nicht spoilern, aber was ich euch schon mal sagen kann ist, dass die nächsten Folgen für mich wahrscheinlich die schlimmsten sein werden. Ich denke mal, sie und Lukas sind kein Perfect Match, denn wieso sollte es dann das Schlimmste für sie sein? Sie ist dann ja sonst aus der Villa raus. Da war noch eine weitere Frage. Wieso schlimmste Folge? Was passiert in der Matchbox? Dazu sagt sie, ich sag euch nur, die nächste Folge wird crazy spannend. Damit hat keiner gerechnet. Die einen werden sich freuen und die anderen vielleicht auch nicht. Für mich wird es auf jeden Fall sehr emotional. Mehr kann ich nicht sagen. Sieht für mich echt danach aus, als wären sie kein Perfect Match. Klingt zumindest auch so. Denn das sind ja schon Andeutungen, dass es emotional schlimm sein wird. Und eventuell, wenn sie und Lukas in der Villa bleiben, wird Lukas auch mal die ein oder andere Dame noch mal genauer angucken. So liest sich das zumindest für mich. Ich könnte hier komplett falsch liegen. Schreibt mir daher in die Kommentare, wie ihr das so interpretiert. Aber es sieht für mich schon so aus, als wären sie kein Perfect Match. Und ich wäre auch nicht überrascht, wenn es tatsächlich der Fall ist. Es gibt auf jeden Fall eine Seite, die Matches berechnet. Und die packe ich euch mal in die Videobeschreibung. Das ist auf Instagram mein Profil. Und da ich das hier nicht spoilern möchte und jeder sich das selbst angucken kann, wenn er möchte, könnt ihr da noch mal drauf zugreifen. Es gab auch ein paar Beiträge, die gegen Lukas gegangen sind und die hat Jenny auch geliked. Also das könnte auch so ein Hinweis darauf sein, dass es tatsächlich nicht gut gelaufen ist oder nicht gut geendet ist für die beiden. Aber das kann natürlich auch absichtlich so gemacht worden sein, um uns einfach auf eine falsche Fährte zu locken. Ich sag mal so, Tara war hier Special Guest, also in diesem Video ist sie Special Guest. Und sie war ja bei der ein oder anderen Streitigkeit so ein bisschen dabei oder hat zumindest etwas gehört. Und sie hat sich auch sehr kurz geäußert, aber es ging um Nicola größtenteils und um die Infos, die ihr die anderen Mädels gegeben haben. Okay, ich habe gerade die aktuellen Folgen gesehen. Und die erste Folge, erster Teil hat es in sich. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ein bisschen enttäuscht, gleichzeitig auch froh, dass ich das jetzt sehe. Ich finde, man kann jetzt sehr gut sehen, welche Informationen ich und Linda bekommen habe und woraufhin ich meine Meinung hatte und meine Einstellung. Weil meine Meinung war nie, ich gönne Laura Morante nicht mit Nicola glücklich zu sein. Aber wenn der halt solche Dinge macht, wie die Mädels ja die ganze Zeit gesagt haben, dass er macht, dann finde ich, als Frau sollte man sich halt warnen. Und deswegen war ich immer so ein bisschen so dagegen und habe immer so Sachen gesagt. Jetzt habe ich gesehen, stimmt nicht alles so. Aber zwei Minuten später macht er dann solche Sachen ja doch. Wo man es ja dann sieht, er macht es schon. Also das eine stimmt nicht, da wird übertrieben. Das andere macht er aber schon wirklich. Ich blicke nicht mehr durch. Ich habe nach meinem besten Wissen und Gewissen gehandelt. Und ich bin froh, dass ich in das Drama gerade eigentlich nicht involviert bin. Zum einen ist es, glaube ich, nicht so überraschend, dass man das jetzt im Nachhinein ein bisschen anders sieht, beziehungsweise auch andere Momente sieht, die man vorher so nicht gesehen hat. Ich kann auch verstehen, dass sie enttäuscht und verwirrt ist. Und Nicola ist wirklich ein Fähnchen im Wind, muss man so sagen. Trotzdem finde ich das Verhalten der Mädels Laura Morante gegenüber zum Beispiel echt gar nicht cool. Also wenn er nicht Nein sagen kann, obwohl er ja Nein gesagt hat, vielleicht war das Nein nicht deutlich genug für die beiden, ist es trotzdem schon sehr frech, da ständig hinzukommen, obwohl man abgewiesen wurde. Und da habe ich mich auch schon gefragt, inwiefern sie das vielleicht einfach absichtlich machen und gar nicht ihr Perfect Match finden wollen, sondern den Leuten einfach auf den Geist gehen wollen in der Villa. Ich empfand das schon als sehr unangenehm. Also es ist nicht mehr unterhaltsam für mich persönlich. Ich verstehe, andere sehen das anders. Und wenn man jetzt in Taras Position ist, fühlt man sich schon ein bisschen unfair Laura gegenüber. Also man hat sich ein bisschen unfair ihr gegenüber verhalten. Ich glaube, man merkt jetzt auch einfach, wie stark Laura und Nadja andere beeinflusst haben oder beeinflussen wollten, um einfach ihren Willen zu bekommen. Ozan hat sich natürlich auch nochmal gemeldet, er hat ein Q&A gemacht, aber davor konnte er sich natürlich nicht nehmen lassen, bei Laura nochmal nachzutreten. Ich weiß, Newsflash, damit hat er sich einfach selbst nochmal ins Ausgeschossen, denn er hat das Foto wieder rausgegraben und zeigt hier mit diesem Video, dass er absolut keine Einsicht hat und die Entschuldigung nicht ernst gemeint war. Ich muss schon sagen, ich amüsiere mich immer noch über die Geschichte mit Laura Blond. Warum? Weil voll viele schreiben mir noch quasi wie so ein Nachbeben nach dem Erdbeben. Wir haben es doch verstanden. Ich habe mich entschuldigt. Das Thema hat es doch erledigt, Leute. Ich fand es witzig. Und dann
So. Ist alles cool. Ja, egal was man jetzt von Laura Blond hält. Ist doch gut jetzt, oder? Das Wiedersehen mit Witzig. Ich freue mich drauf. Ja, ich glaube, dazu muss ich nichts mehr sagen. Da hat sich hier selbst einfach komplett ins Ausgeschossen. Das war nie ernst gemeint und damit hat es einfach nochmal bestätigt. Allerdings hat er sich nochmal im Q&A weiter zu Laura geäußert, aber auch zu anderen Themen. Bist du mit deinem Perfect Match zufrieden? Ja, ich bin mit meinem Perfect Match zufrieden. Ich dachte echt kurz an dem Abend, Dana wäre es. Also unter anderem auch, ich hätte das Doppelmatch. Es war schon krass. Aber ja, Anastasia als Perfect Match zu haben, ist meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Finde ich auch gut, weil in gewissermaßen vom Verhalten her sind wir ähnlich. Wir sind auch beide ist einfach Clowns. Ihr habt es ja gesehen, es gibt sehr viele witzige Momente. Wir waren in vielerlei Hinsicht schon sehr ähnlich. Und dann ging es einfach nur darum zu gucken, okay, was erwartest du von deinem Partner? Was erwarte ich? Wo siehst du dich in ein paar Jahren? Wo sehe ich mich in ein paar Jahren? Also eine ganze Geschichte. Und ja, das konnten wir dann in dem Date verwirklichen. Und also wenn ich ehrlich sein darf, am Anfang dachte ich so, geil, aber dann dachte ich mir, nö, ich will gar nicht gehen, ich möchte noch bleiben. Ich möchte mit den Leuten noch weiter feiern. Ich will die Zeit genießen. Ich will die Leute aufbauen, motivieren. Ja, ich war so ein bisschen so der Streitschlichter. Ich hab immer versucht zu sagen, ey, scheiß drauf. Hör nicht zu, mach dein Ding, so Konflikte vermeiden in der Gruppe. Weil wir müssen alle als Team arbeiten. So, wir sitzen alle in einem Boot. Und gehen zu müssen war doof. Und viele meinten auch, oh, sagen, wer macht uns jetzt gute Laune hier? Wer wird uns morgens ärgern und irgendwie mit seiner Art? Das sind natürlich Sachen, die ich sehr wertschätze. Und ja, Abschied nehmen ist immer doof. Ja, vom Äußerlichen her passen wir eigentlich, finde ich, ganz gut zusammen. Und ne, sie ist auch eine geile Sau. Sie ist, wenn ihr das mitbekommen habt, seit Folge 1 war sie meine Nummer 1. Da saß ich ja, glaube ich, mit Lukas und haben ein bisschen über die Frauen geredet. Oder war das mit Mark Robin? Da habe ich noch gesagt, ja, diese kleine Blonde da, die in Pink, welche nochmal? Ich habe sogar damals ihren Namen vergessen. Nach 10 Minuten. Amy Ross, die kleine Kakerlake. Ja, die kleine Kakerlake. Aber ja, das war dazu. Ja, das ist natürlich peinlich mittlerweile. Deswegen ist auch, dass du während der Villa nicht alles mitbekommst. Du kriegst das nicht mit. Und jetzt, wenn du dir das anschaust, es ist natürlich sehr peinlich und sehr lächerlich, wo ich mir auch so denke, sag mal, warum muss man sich so unter Wert verkaufen? Aber ist doch normal, keiner hatte mal Bock auf die. Ist einfach so, keiner hatte mal Bock auf die. Muss man ganz klar so sagen. So, wenn du ständig für Unruhe sorgst oder die Leute einfach nervst, dann bist du einfach bei denen durch. So. Und dann natürlich für seine Zeit. Die beiden Beine wie Pech und Schwefel. Ja, beim Thema Perfect Match habe ich so den Verdacht, dass es wahrscheinlich nach der Sendung nichts mehr geworden ist bei den beiden. Vielleicht liege ich auch falsch, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie war der Vibe für mich nicht da. Ich kann mich natürlich irren. Ich denke aber wirklich nicht, dass es was geworden ist. Und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen. So wie er Amy Russ angreift, dass er sie eben Kakerlake nennt, ist so ähnlich wie bei Laura Blond. Sie hat ihn ja abblitzen lassen. Also Amy hat ihn ja auch mehr oder weniger abblitzen lassen oder vielleicht nicht das gegeben, was er wollte. Und ich bin mir ziemlich sicher, sie wird doch auf diese Story nochmal reagieren. Jedenfalls habe ich das im vorigen Video schon gezeigt, dass er ja auf Laura losgegangen ist, nach dem Motto, sein Ego ist gekränkt. Das ist dieses typische, ich bin so ein netter Typ, bis du mir einen Korb gibst, dann bist du natürlich eine Bieb. Das geht hier auch in diese Richtung, habe ich das Gefühl. Bei einer Sache muss ich Ozan allerdings schon zustimmen. Das, was Nadja und Laura angeht, die sind wirklich wie Pech und Schwefel. Und ich habe das Gefühl, die sind einfach reingekommen, um den Leuten das Leben schwer zu machen. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass da die Verzweiflung schon ziemlich groß ist. Also keiner der Männer scheint wirklich richtiges Interesse an denen zu haben. Sie sind vielleicht attraktiv und man könnte sich da vielleicht was vorstellen, körperlich, aber sonst hängen die Männer eben an anderen Frauen und auch wenn sogar ein Lukas mal flirtet, er geht trotzdem wieder zurück zu Jenny und sie scheint seine Priorität zu sein. Das muss wahrscheinlich auch einfach wehtun. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es an einem so vorbeigeht, wenn man sich so second class behandelt fühlt.
Und durch das ständige Zwischengrätschen überall macht es das auch nicht besser. Laura Morante ist ja jemand, der noch nicht so viel angesprochen wurde und nicht so häufig, denn sie kam gar nicht so oft in der Sendung vor. Zumindest haben wir sehr begrenzt etwas von ihr gesehen. Und in den letzten Folgen war das dann ein bisschen anders, also hat sie sich auch ein bisschen mehr geäußert. Allerdings noch nicht zu den aktuellen Folgen, die wir jetzt gesehen haben, sondern zu älteren Folgen. Dennoch sind da ein paar spannende Themen dabei, unter anderem Laura Blond. Auf jeden Fall habe ich schon ein bisschen was gesehen und werde, wenn ich mir das dann komplett angeguckt habe, auch ein paar Sachen sagen, was ihr wahrscheinlich so gar nicht so so gar nicht so analysiert. Aber ich muss es dann auch mal ansprechen, weil ich finde, in der heutigen Gesellschaft ist das so oft und es ist so ein Abtörner, es ist so ekelhaft. Und nur wenn man Sachen kommuniziert und dann fangen andere Menschen darüber nachzudenken, kann man vielleicht auch Sachen ändern oder Menschen darauf aufmerksam machen. Ja, ne? Somit erfülle ich dann meinen eigenen Soll, weil ich es einfach nicht feiere. Und ich finde, die Welt sollte sich ein bisschen im Positiven verändern, ne? Deswegen schauen wir uns auf jeden Fall die alten Folgen an. Und dann sprechen wir mal ein bisschen darüber, ne? Ja. Meine Lieben, ein paar Fragen. Alle Antworten, die ich gebe, beziehen sich bis zu Folge 12. So, fangen wir einmal direkt an. Mit welchen Mädels habe ich mich am besten verstanden? Also ich bin euch ganz ehrlich, Leute, ich bin eigentlich mit jedem cool. Ich würde sogar sagen, jemand, der nicht mit mir cool ist, hat auf jeden Fall selber irgendwie ein Problem, weil ich bin eigentlich eine easygoing Person. Aber am besten habe ich mich verstanden mit allen, außer ab Folge 10, dann nicht mehr so mit Tara, nicht mehr so mit Nadja und nicht mehr so mit Laura. Also ich war richtig cool mit Arsena, mit Gabby, mit Jenny. Klar, diese Matchingbox verkaufen hätte ich niemals gemacht. Ich bin einfach nicht der Typ dafür, ich bin euch ehrlich, ich finde es egoistisch handelt. Deswegen war ich erstmal ein bisschen schockiert und ich habe es auch erstmal persönlich genommen, weil ich selber hätte niemals eine Matchbox verkauft für das Leid meines Teams. So ein Mensch bin ich halt nicht. Also ich würde niemals eine Matchbox verkaufen, nur damit ich Geld auf Nacken der anderen bekomme. Ich glaube auch extrem an Karma und ganz ehrlich, meine Gedanken wären, ja okay, die anderen haben drunter gelitten, nachher fliege ich mit der Kohle in Urlaub und das Flugzeug stürzt ab. Wisst ihr, was ich meine? Also jeden das Seine. Ich bin auch gar nicht nachtragend. Ich brauchte so erstmal meine Zeit, um damit klarzukommen. Und klar habe ich danach die Mädels auch anders gesehen als vorher, weil das ist halt so ein Move, da denkt man sich ja, okay, es ist egoistisch. Viele würden es auch machen, ich persönlich nicht. Jeden das Seine. Ich brauchte meine Zeit, um damit klarzukommen. Aber gefeiert habe ich es auf jeden Fall nicht. Aber am besten habe ich mich halt mit den Mädels verstanden. Nein. Meine Meinung zu Laura Blond. Leute, ich bin ehrlich, ich bin kein Mensch, der über andere urteilt. Bin ich ehrlich. Aber wer austeilt, muss auch einstecken. Und sie teilt halt auch die ganze Zeit aus. Ist einfach so. Deswegen, meine Meinung ist, ich mochte Laura am Anfang auf jeden Fall. Aber sie war halt schon sehr polarisierend. Und wie man ja auch hört, macht sie vieles aus Provokation. Ich glaube einfach, dass sie einfach viel Sendezeit will und dementsprechend macht sie halt viel Drama und versucht halt an jeder Ecke irgendwie anzuecken und einfach im Thema zu sein. Das macht den Charakter jetzt auf jeden Fall nicht geiler, bin ich euch ehrlich. Es wirkt einfach unauthentisch, weil es einfach too much ist. Ich meine, wer würde denn schon sagen, ja, ich bin so geil, ich würde mich selber heiraten, ich weiß nicht. Das ist einfach, ich glaube, es ist einfach aufgesetzt. Bin ich dementsprechend, ja. Ich persönlich finde es bösartig und feier es jetzt nicht so. Aber seid auf jeden Fall gespannt, was in den nächsten noch kommt. Ja, ich will ja nicht zu viel spoilern. Also aber solche Ausdrücke möchte ich hier nicht haben. Wir gehen alle sehr respektvoll miteinander um. Das ist mir wichtig. Ich mag Nicola. Nicola und ich hatten sehr, sehr viele Gespräche, was man nicht gesehen hat. Und auch als er mit Laura exklusiv war, habe ich schon diese Energies zwischen uns gespürt. Aber ich habe immer gesagt, ey, du bist exklusiv und ich bin eine sehr respektvolle Person und wenn jemand in einer Partnerschaft oder Exklusivität ist, ich bin die Letzte, die das nicht respektiert. So, also ich habe schon so Andeutungen gemacht, so, wenn du willst, dass zwischen uns was läuft, dann heb mal deine Exklusivität auf. Und dementsprechend kam es dann halt auch so und ich mag Nicola. Nicola ist ein sehr liebenswerter Mensch
Und ja, es fühlt sich halt alles richtig gut an, ne? Was da aktuell passiert und wer weiß, was noch so passiert. Ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Ich habe viele Fragen bekommen, die ich aktuell noch nicht beantworten kann, weil ich nicht spoilern möchte und auch nicht spoilern darf. Aber ich möchte es auch nicht, weil ganz ehrlich, es wird noch so spannend, Leute. Also, wenn ihr gedacht habt, das war Drama, es geht noch richtig, richtig los. Ich muss noch dazu sagen, diese Provokation feiere ich jetzt nicht so. Ich finde, es sagt sehr viel über den Charakter eines Menschen aus. Ich bin zum Beispiel jemand so. Provozieren oder Rache, das sind so Dinger. Wenn du sowas machen willst oder empfindest, es tun zu müssen, dann führst du einfach einen innerlichen Krieg mit dir selber. Und meine höchste Priorität ist einfach Seelenfrieden. Ja, das sagt einfach schon viel über die Mädels aus, was mir leid tut. Das war's. Bis nächstes Mal. Bye. Besonders spannend ist hier natürlich das, was sie über Laura Blond sagt. Und man darf sich da nicht wundern, dass das ihre Meinung ist. Dennoch finde ich Laura, also Laura M. in diesem Falle, ziemlich nett. Ich finde sie sehr sympathisch und ich habe das Gefühl, sie ist wirklich eine sehr liebe, sensible Person irgendwo. Also sie gibt jedem gefühlt eine Chance und eine Möglichkeit. Sie ist auch ehrlich und direkt. Und da kann ich verstehen, dass man mit Laura Blond auch angeeckt ist. Aber wenn wir mal ehrlich sind, wer hat denn kein Problem mit Laura Blond? Irgendwie scheinen alle sich von ihr abzuwenden und sie hat sich das leider auch selbst zuzuschreiben. Also wirklich sympathisch ist sie nicht und benimmt sich auch nicht sehr kollegial den anderen Frauen gegenüber. Und das finde ich dann beispielsweise auch sehr respektlos. Und sie hat natürlich auch einiges zu sagen zu den neuesten Folgen. Und das sehen wir uns jetzt mal an. Vorweg will ich auf jeden Fall sagen, ich habe so viele Nachrichten bekommen, so wie diese oder Aussagen wie diese, und es freut mich einfach so sehr. Ich bin so happy, dass ihr euch so gut entertained fühlt und so, und es macht mich einfach mega glücklich. Und ja, das wollte ich euch nur noch mal sagen, und fühlt euch alle gedrückt und drückt. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit den mal wieder super spicy Fragen. Also das ist ja auch wirklich das Traurigste an der ganzen Geschichte, weil von Tag 1 wurde uns der Kontakt zu den Männern so heftig erschwert. Also das war ja wirklich nicht mehr normal, weil die Männer, die wollten. Aber die Männer, die hatten einfach keinen Bock auf Diskussion oder Konfrontation mit ihren Girls oder keine Ahnung, was es war, wo die Hälfte schon gefühlt wusste, dass es nicht das perfekte Match ist. Und die dann so besetzt haben, was sorry, not sorry, definitiv gegen das Game ist, weil wenn Personen so miteinander sind, dann ist es super schwierig, da dazwischen zu gehen und die Person kennenzulernen, und so funktioniert das Spiel. Und dann kann ich auch eine Linda verstehen, wenn die sich ins Interview setzt und sagt, hey, ich habe darauf keinen Bock mehr, weil jedes Mal, wenn sie das Game richtig spielt und sie hat's perfekt verstanden, dann muss sie ja damit rechnen, dass sie wieder komplett fertig gemacht wird und niedergemacht wird und zum Weinen gebracht wird, wie in der Matching Night. Daran erinnere ich nur zu gerne, an diese super eklige Situation. Also ganz ehrlich, und wenn das jeder so machen würde, dann können wir sofort aufgeben, oder? Also wirklich, und nicht mit mir. Ich sage euch ganz ehrlich, ich liebe dieses Format, und das Format wird von solchen Mädels definitiv nicht kaputt gemacht, und dafür sorge ich. Ich glaube, das Thema hatten wir schon sehr viele Male und ich finde, es spricht nichts dagegen, mit den Männern auch zu reden. Und ich denke nicht, dass irgendeine der vergebenen, in Anführungsstrichen, Frauen auch ein Problem damit hätte. Das Problem ist, dass Laura eben respektlos den Frauen gegenüber ist, sich immer wieder versucht, auf die sexuelle Ebene den Männern zu nähern, zu flirten und so weiter und so fort. Und das ist das Problem. Ich glaube, niemand hätte ein Problem, wenn sie zu Nicola geht und sagt, Nicola, ich glaube, wir sind das Perfect Match, vielleicht sollten wir auf das Date gehen nächstes Mal. Und das auch mit Laura absprechen. Und all den anderen Frauen, die ein Auge auf Nicola geworfen haben. Aber das macht sie nicht. Stattdessen wird immer den anderen Frauen eben die Schuld gegeben. Es sind die bösen, vergebenen Frauen. Aber es sind ja auch die Männer, die sich von ihr abwenden. Ganz klar. Es ist nicht nur die Frauen, die die Männer weggeschnappt haben, sondern die Männer haben sich von ihr abgewendet. Und das kommt durch ihr Verhalten. Sind wir nämlich auch wieder beim Thema, und ich finde Lindas Spruch einfach richtig geil. Sie meinte ja, sind wir hier bei Couple Challenge oder was? Weil ganz ehrlich, nach 8 bis 10 Tagen gab es irgendwie mehr Couples als bei Love Island. Also es war wirklich unfassbar. Und wirklich, den Männern wurde alles verboten. Der Kontakt gefühlt, dass sie Spaß haben. Like, what the fuck? Ganz ehrlich, wir sind bei Are You the One. Are You the One steht für mich für Spaß, für Drama, für Spice, für alles Mögliche. Und dann hier die Männer in Ketten zu legen, was auch noch komplett gegen das Spiel ist, kann ich und will ich nicht nachvollziehen. Und dann müssen sich die Girls vielleicht auch einfach mal die Reality-Staffel davor anschauen und schauen, was da so abgeht, weil auch das darauf dann zu schieben, so, ja, aber man muss nicht, man muss nicht, man muss nicht. Also ganz im Ernst, unterschreibst du immer Verträge, bevor du nicht weißt, um was es geht? Also weiß ich jetzt nicht. Finde ich ein bisschen naiv und auch einfach eine super dumme Ausrede. Kann man nicht anders sagen.
Und für die Leute, die das Format immer noch nicht verstanden haben, wir müssen unser Perfect Match finden. Und da ist es leider sehr kontraproduktiv, wenn man den Männern Druck macht und alles verbietet, was mit Spaß und anderen Frauen zu tun hat. Weil so kann man nämlich auch sein Perfect Match nicht finden, meines Erachtens. Und ja, das ist halt auch nicht im Interesse des Spiels, nicht im Interesse des Zuschauers. Und ja, ist einfach nur super lächerlich. Da musste ich einfach an den Spruch aus der Sendung denken, dass jemand gesagt hat, wir sind hier aber nicht bei Temptation Island. Hat Laura den falschen Vertrag unterschrieben? Denn das ist auch das Problem. Sie klammert sich ja selbst zwanghaft an die Männer, die schon ein bisschen sich an jemanden gebunden haben. Wieso sehen wir sie nie bei einem Alex? Wieso sehen wir sie nie bei einem Kahn? Wieso sehen wir sie nie bei einem Antonino? Die sind ja nicht gebunden. Warum ist es immer Nicola, auf den sie losgeht oder Lukas? Erstens, weil sie wahrscheinlich toll findet und zweitens, weil die beiden eben schon an jemand anderen gebunden sind. Natürlich kann der Schnitt hier schuld sein, das will ich jetzt nicht abstreiten. Es kann natürlich sein, dass es so geschnitten wird, dass man sie nie mit diesen Männern sieht. Aber es wirkt schon sehr, als würde sie eben ein paar Männer bevorzugen und diese Männer scheinen kein Interesse an ihr zu haben. Und dann will sie die da auseinanderbringen. Es ist wirklich so. Es ist nicht Temptation Island, es ist nicht das Ziel. Und sie kann ja trotzdem mit den Männern reden. Ich glaube nicht, dass der Kontakt, wie sie das sagt, so extrem verboten wurde. Es kommt auch sehr darauf an, wie man den Kontakt sucht. Und wenn man davon ausgeht, dass sie den Kontakt immer so sucht, wie wir es jetzt in der Folge gesehen haben, als zum Beispiel Nicola Laura massiert hat und sie dazugekommen ist und meint, wollen wir zusammen duschen gehen, dann ist doch natürlich klar, dass man sich toleriert und nicht gut findet von beiden Seiten, weder der Mann noch die Frau, zu der sie geht. Ja, das ist auch eh schon wieder so unfassbar lustig. Und zwar in der Duschsituation mit Nadja sagt er ja, er ist nicht verfügbar. Dann gehe ich nochmal auf ihn zu, während er Laura M. massiert und frage ihn, er sagt nicht ausdrücklich nein. Er hätte einfach nein sagen können, hat er nicht gemacht. Wenn ich es mir nicht glaube, könnt ihr es gerne nochmal anschauen. So, dann kommt ihr direkt danach zu Nadja und zu mir aufs Daybed, lässt sich kraulen, lässt sich kuscheln, quatscht mit uns. Und ja, er ist da freiwillig hingekommen, wir haben ihn nicht gezwungen. Und es ist halt einfach so unfassbar lustig, das ist halt einfach so ein Fähnchen im Wind. Naja, egal. Auf jeden Fall war es ja dann so, dann hat sich Laura ja übel als Security aufgespielt, dann war die Party. Danach hat sie uns nochmal eine Ansage gemacht, weil wir da auf Attacke bei Nicola gegangen sind. Und danach setzt sie sich aufs Daybed mit Jenny und keine Ahnung, wer noch dabei war. Und sagt sie, ja, die tun so, als würden wir die Männer an der engen Leine haben und Nicola kann machen, was er will. Like, what the actual hell? Nein, kann er nicht. Weil wenn er das machen könnte, dann würdest du nicht immer so einen Aufstand machen. Also, mal Butter bei die Fische. Also, mein Gedanke hier war auch ganz ehrlich, wie hätte dann Laura reagiert, wenn sie in der Situation von Laura M. gewesen wäre? Das hätte ich zum Beispiel gerne gesehen. Das hätte sie bestimmt auch nicht toll gefunden, oder? Kann man stark davon ausgehen. Sie hätte sich auch echt veräppelt gefühlt und fände das nicht toll. Aus ihrer Perspektive ist das natürlich alles super lustig und was weiß ich was alles, aber ich denke mal, irgendwo ist sie gekränkt. Denn er hat nie zu ihr wirklich gesagt, okay, ich bekenne mich zu dir. Diese Exklusivität, die sie da hatten, hat ja wie lange gehalten? 2 Stunden? Also ich denke schon, dass da auch irgendwo gekränkter Stolz ist. Sie findet das nicht so lustig und wahrscheinlich ist sie einfach verletzt, dass sie nicht die erste Wahl ist. Also dem das Format wirklich 0,0 verstanden und ich muss wirklich sagen, zu dem Zeitpunkt habe ich mir wirklich einfach mal echte Männer in diesem Format gewünscht, die ein bisschen Bums haben, auch mal den Frauen sagen können, wo es lang geht und was sie wollen und was nicht. Aber das fehlt halt dieses Jahr komplett. Das ist so schade, weil Nicola hätte einfach mal sein Mann stehen können und sagen können, was er will. Hat er nicht gemacht und ich hatte auch immer so ein bisschen den Eindruck, dass es immer so eine Ausrede ist für seine Actions und so, dass er so ein Fähnchen im Wind ist und das ist halt meines Erachtens lächerlich. Ja, ist richtig lustig. Ich habe den Kommentar jetzt schon öfter gelesen und wir haben uns echt trotz der Gegebenheiten super viel Mühe gegeben, euch irgendwie zu entertainen. Und ich glaube, es hat auch ganz gut geklappt, aber wisst ihr, was eigentlich so traurig ist? Ist ja eigentlich I the One und dass wir halt wirklich uns in die Rolle der Verführerin geben müssen schon fast, weil die Männer so krass unter Druck stehen. Das ist halt auch wieder so gegen das Format und es ist halt voll traurig und voll schade. Und daran sieht man halt mal wieder so, was gibt's denn, was braucht man bei Temptation Island? Man braucht eifersüchtige Frauen und das hatte man halt einfach in der Villa. Und deswegen wurde das halt dann irgendwann so zu Temptation Island 2.0. Super, super schade, dass es so weit überhaupt kommen musste. Aber ja, freut mich umso mehr, dass es euch entertaint hat. Ich habe es ja schon häufiger gesagt und auch eben nochmal gesagt eigentlich. Ich weiß nicht, ob das wirklich die richtige Motivation ist, von der sie hier spricht, dass es wirklich ihr Hot Girl Summer war und den sie ausleben wollte oder ob bei ihr selbst nicht Eifersucht im Spiel war, weil sie immer die zweite Geige gespielt hat. Zumindest kommt es für mich sehr stark danach rüber. Ich könnte hier völlig falsch liegen. Für mich ist das auch schon kein Entertainment mehr. Ich finde es einfach nur anstrengend. Ich finde es emotional belastend und wenn da nicht auch noch die ganzen Sticheleien auf Instagram wären, dann wäre es vielleicht noch auszuhalten irgendwie. Aber
in der Sendung, es dreht sich ja immer nur um dieses Drama. Es wird ja fast nichts anderes mehr gezeigt und das finde ich dann sehr anstrengend. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr das auch so seht, ob ihr denkt, dass sie vielleicht selbst aus Eifersucht oder aus anderen negativen Beweggründen oder Emotionen handelt, und schreibt mir, wie unterhaltsam ihr die Sendung insgesamt findet. So, und an der Stelle möchte ich das jetzt nochmal ausdrücklich sagen. Ich habe das zwar gerade schon hingeschrieben, aber dass man das auch jetzt wirklich nochmal versteht. Also, ganz am Anfang hat jeder von euch gesehen, dass alle Boys richtig Bock hatten auf ihren Hotboy Sommer. Und dann kam die Frau mit ihren Handschellen, mit ihren Blacklists, mit ihren keine Ahnung was. Und das hat dann letztendlich zu dem geführt, was wir hier sehen. Und ja, wie gesagt, das ist kontraproduktiv für das gesamte Game gegen das Team und einfach auch nur super langweilig. Als ich das gesehen habe im Fernsehen, ich habe das ja in der Villa gar nicht mitbekommen, dass sie sich da irgendwie die Liebe gestanden haben. Oh mein Gott. Ich habe mich totgelacht. Nadja und ich, wir haben Tränen gelacht. Wir wussten das einfach nicht. So, so lustig. Ja, also, ich weiß nicht. Ich kann schon verstehen, wenn man so ein bisschen Gefühle aufbaut, wenn man so lange auf engem Raum ist und keine Handys und bla bla bla, keine Ablenkung. Gefühle aufbauen, ja. Aber wirklich verliebt sein, Liebe, davon zu reden. Also, pff. Respekt! Ich fand es auch so geil, irgendein Inhalt kommentiert, hätte man im Hintergrund irgendwie Zirkusmusik laufen können, lassen können, und sie hat einfach so recht. Also ich finde es schon ein bisschen lächerlich. Falls es das wird, herzlichen Glückwunsch, schau mal, was draus wird, keine Ahnung, wie es weitergeht. Aber ja, vor allem im Hinblick darauf, dass man weiß, was bei Prominent getrennt alles abging. Schauen wir mal, was wird. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass man dazu nicht viel sagen muss. Es ist irgendwie schon ein Vorzeichen für mich, dass das ein bisschen in die Hose gehen wird, sage ich ganz ehrlich. Sei mal dahingestellt, ob das mit Prominent getrennt war oder nicht. Ich glaube trotzdem, das müsste schon ein Zeichen sein, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Wenn er sagt, er hat sich krass in sie verliebt und dann flirtete mit anderen Frauen, weiß ich nicht, sehr schwierig. Aber damit kommen wir zum nächsten Mean Girl, und zwar Nadja. Sie hat sich auch nochmal ausführlich geäußert. Also das war auf jeden Fall die meistgestellte Frage in meinem Q&A. Also wenn ich eins sagen kann, mit Laura zusammen würde ich in jedes Format gehen. Ich würde jedes Format mit ihr bestreiten. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, TV ist jetzt nicht meine Priorität. So, ich arbeite Vollzeit, ich habe noch einen Nebenjob. Ich bin immer noch bodenständig und es wird auch immer so bleiben, weil ich denke auch an später. Und mal sehen, was so kommt. Aber Temptation Island als Verführerin ist jetzt irgendwie nicht so die Prio. Aber keine Ahnung. Sag niemals nie, ne? Sag niemals nie. Double Trouble is coming. Also das wäre auf jeden Fall wirklich bodenlos mit uns zwei, sage ich euch ganz ehrlich. Ich muss tatsächlich dazu sagen, ich habe mich da immer ziemlich auf meine Angaben verlassen, die ich gemacht habe, und habe da auch total auf mein Bauchgefühl gehört. Aber ihr werdet auf jeden Fall sehen, ob ich recht behalten habe oder nicht. Fakt war auf jeden Fall, nachdem Antonino rausgefallen ist, ich hatte sowieso nur die vier Männer eigentlich in Betracht gezogen, war jetzt auf jeden Fall nur noch Lars, Kahn und tatsächlich Nicola übrig. Weil das, da, mit Nicola wusste ich ja vorher schon, was er angegeben hat. Daher, ja, hätte das gut sein können. Oder mit Kahn, da hatte ich sehr viele Übereinstimmungen. Deswegen, das hätte auch sein können. Und mit Lars natürlich auch, weil, wobei mit ihm dachte ich mir dann irgendwann, das war so offensichtlich gewesen, weil wir einfach wie Katz und Maus waren. Das war bei uns ja wirklich teilweise so anstrengend. Aber ja. Wir werden auf jeden Fall sehen, ob wir das Rätsel gelöst haben und wer im Endeffekt dann mein Perfect Match war. Also, ich sehe das schon, aber ich sehe das jetzt irgendwie nicht so wie ihr, weil haben wir zu ihm gesagt, Nicola, komm mal zu uns aufs Daybed. Nicola bleibt bei uns im Bad. Ganz im Gegenteil, er steht da wie so ein kleiner Schuljunge und so, nee, ich bin gerade nicht verfügbar. Aber lässt sich dann auf dem Daybed von uns kraulen. Also ja, mit einem Nein sagen ist es bei Nicola, glaube ich, schwierig. Der liebt einfach Frauen, sieht man ja auch. Ich finde es halt einfach so witzig, weil ich und Laura sind einfach an allem schuld. Wisst ihr, was ich meine? So jeder, wo irgendein Problem hat, gibt immer Nadja und Laura die Schuld. Zwei machen das schon, aber es ist so witzig. Und ich sage euch eins, ich stehe hinter Laura zu 1000%. Ich finde jede ihrer Taten sowas von genial und iconic. Und als wir die Folgen zusammen geguckt haben, wir haben uns verpisst.
Man sieht es ja in der Folge, dass ich einmal sage, so, ich habe quasi irgendwie so keinen Bock mehr. Es war halt einfach sehr anstrengend irgendwann, weil es war einfach sehr langweilig vor Ort. Es war wirklich langweilig. Wir haben von Anfang an so Vollgas gegeben und es wurde irgendwie so eintönig, so langweilig. Also, das war wirklich Love Island 2.0. Aber ich sage euch ehrlich, ich glaube schon irgendwie so, es gab ja, es kommt ja noch ein bisschen was. Und dann werden wir näherst drauf eingehen. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Es bleibt spannend. Deswegen bleibt einfach dabei. Ich will euch auch gar nicht zu arg spoilern. Aber ihr müsst natürlich auch so sehen, der Dreh ist sehr lang und irgendwann ist auch die Luft draußen und natürlich ist man irgendwann genervt. Vor allem, wenn man immer nur die Schuld bei uns sucht, wenn die Männer sich nicht an ihre Verbote halten, ist es natürlich immer leicht, auf die Mädels zu gehen, nachdem wir uns eh nicht so verstanden haben. Aber sei es drum. Ich glaube, man kann das auch ganz gut erkennen. So richtig Interesse hätte ich an gar keinen Mann da drin. Ich wollte einfach meinen Spaß haben und den hatte ich auch. Egal wie, aber den hatte ich. Und natürlich war das alles halt auch sehr schwierig, weil die waren alle sehr, sehr festgefahren. Wisst ihr, was ich meine? Und das war einfach sehr schwierig fürs Spiel. Und ich sage euch ehrlich, hätte ich mich da in die Ecke hocken sollen und langweilen sollen? Es war sowieso schon sehr langweilig. Also musste ich ja das Beste aus dieser ganzen Situation machen. Und ich finde, es ist mir eigentlich auch ganz gut gelungen, weil ich hatte trotzdem meinen Spaß und habe das gemacht, worauf ich Bock hatte. Also, und dazu gehören immer zwei. Männlein und Weiblein, also. Von daher, ich glaube, ich habe die Zeit einfach nur gut rumgebracht. Und wir werden auf jeden Fall sehen, wie es weitergeht. Jetzt sage ich ganz ehrlich, rückblickend, ich würde alles genauso wie du machen, weil wir waren in einer TV-Show, hätte ich mich irgendwie aufs Sofa setzen sollen und jeden Tag nur noch am Relaxen und Chillen oder sind ja bei Are You the One, also das ist ja trotzdem immer noch ein TV-Format, für was man dreht. Soll ich mich da jetzt irgendwo hinsetzen in die Ecke und schmollen oder hä? Nee. Also ich würde alles genauso wieder machen. Das Einzige, was ich tatsächlich nicht mehr machen würde, ist, mich auf dieses Niveau herabzulassen, um ebenfalls in dem Sinn beleidigend zu werden. Als ich Giftzwerg gesagt habe und T-Rex, das weiß ich auch, dass das nicht cool war. Aber zumindest waren das noch in dem Sinn harmlosere Beleidigungen als die, was ich mir an den Kopf werfen lassen konnte. Aber das tatsächlich rückblickend würde ich anders machen. Also ich finde gar nicht, dass die uns zum Beispiel ein schlechtes Licht drücken. Ich finde einfach nur, das ist halt der Schnitt. Und es ist ein Unterhaltungsformat. Und wären Laura und ich nicht da gewesen, was wäre dann von dem Ganzen nur übrig geblieben? Da wäre Love Island übrig geblieben. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist, glaube ich, auch nichts, was Are You the One ausmacht oder was eine Sophia Tomalla das sehen will. Ich finde zum Beispiel auch von anderen Kandidaten, wie sie jetzt versuchen, so gegen Sophia Tomalla zu schießen. Ich denke mir, jeder weiß doch, wie Are You the One in den letzten Staffeln war. Und jeder weiß, was die Chefin verlangt und was die sehen möchte. Also verstehe ich das nicht, warum ich dann in so ein Format gehe. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich war zum Beispiel auch, ich meine, das ist wahrscheinlich schon voll vergessen, das Ganze mit Nicola, aber trotzdem war ich ab Tag 1 da drin ja trotzdem offen, weil ich wusste, was es sich in dem Format handelt. War ja trotzdem jedem gegenüber offen und habe das Spiel gespielt. Deswegen, ich finde einfach überhaupt nicht, dass da irgendwas ein schlechtes Licht drückt wirkt. Ich habe ja schon gesagt, wie ich das vom Entertainment-Faktor her finde. Muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, aber ich wollte nochmal etwas zu Sophia Tomalla sagen, denn das finde ich schon sehr kritisch. Sophia Tomalla ist eine durchaus problematische Person und Nadja scheint mir ein bisschen zu einfach gestrickt zu sein, als dass sie das erkennt. Also sie hat sich schon bei manchen Sachen sehr ins Ausgeschossen. Ich sage nur die Till Lindemann-Geschichte oder anderes und dass sie auch Frauen abgewertet hat, die sich eben wie für sie bei Love Island verhalten, was ja Nadja und Laura genauso machen. Und Sophia ist doch gar nicht die Chefin, sie ist nur die Moderation. Also sie hat da eigentlich gar nichts zu melden. Und ich glaube, die Sendung wäre auch unterhaltsam gewesen, wenn es nicht so gekommen wäre. Nehmen wir mal an, Nadja und Laura hätten ihr Perfect Match gefunden und wären raus aus der Villa, bin ich mir ziemlich sicher. Die hätten auch etwas anderes gefunden, was man da hätte ausstrahlen können. Es gab doch so viele tiefgründige Gespräche, wie es ja von allen Kandidaten da heißt. Und die hätte man ja auch senden können. Das hätte mich zum Beispiel auch interessiert. Ich weiß nicht, wie man daraus schließen kann, dass die beiden jetzt die ganze Show auf deren Schultern getragen haben. Ja, sie haben für Drama gesorgt, aber das Drama wäre auch ohne die da gewesen. Ich meine, sehen wir uns Lukas und Jenny an, da weiß man schon, da wird es Drama geben. Und auch unabhängig von den beiden hätte es sicherlich Drama geben können. Aber ich verstehe den Punkt natürlich auch. Klar, sie sind unterhaltsam. Für sehr viele sind sie extrem unterhaltsam. Aber ich finde es halt, es muss nicht so übertrieben sein. Ich hätte mir manchmal mehr von anderen Kandidatinnen und Kandidaten gewünscht, als nur von Laura und Nadja. So, und mit dieser Frage beende ich jetzt die Fragerunde, weil da darf ich natürlich noch nicht drauf eingehen. Das ist ja natürlich gespoilert. Deswegen bleibt einfach nächste Woche am Ball. Man sieht ja bis jetzt nur, wie ich wieder am Rumkreischen bin. Ich habe mir einfach nichts mehr gefallen lassen. Ich weiß natürlich ungefähr, um was es ging, aber werde dazu natürlich nichts sagen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der Schnitt diesbezüglich sein wird.
Und auch ich verabschiede mich hiermit. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr zu all diesen Themen so sagt und zu all diesen Aussagen. Es ist ja so einiges, was gesagt wurde. Würde mich unheimlich freuen. Wir sehen uns in den Kommentaren. Und falls euch dieses Video gefallen hat, dann könnt ihr mich natürlich unterstützen, indem ihr dieses Video liked, es teilt und auch kommentiert. Und wer keine weiteren Videos mehr verpassen möchte, der kann meinen Kanal kostenfrei abonnieren und auch die Glocke aktivieren, um benachrichtigt zu werden, falls es neue Beiträge von mir gibt. Das war's von mir. Auf Wiederhören.